Der Tobi hat sich angehört. Ihr Lieben, Hallöchen, ein wunderschönes Willkommen wollte ich noch zu Ende bringen. So, wir haben hier eine neue Waffe, Leute, und da gibt's keine Überlegung. Trickreicher Skorpion, legendäre Armbrust. Langsame Waffe, schnelle Waffe. Das ist aber eine langsame Waffe, aber der Schaden ist wesentlich mehr. Somit brauche ich da gar nicht überlegen. Ja, habe ich halt eine langsame Waffe, aber trotzdem richtig gut. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht, aber plus 8 alle Werte, plus 7. Plus 7 alle Werte, 15 Geschicklichkeit. Nö, ich weiß nicht genau. Da haben wir eine Hose, die eine Schuhe, die halt besser sind. Ja, werden wir uns anziehen auf jeden Fall einmal. Werden wir die ganzen Sachen einmal durchschauen hier, ob da irgendwas Cooles ist. Ja, habe ich halt eine langsame Waffe, dafür macht er wesentlich mehr Schaden. Schnelle Waffe, sehr schnelle Waffe, plus 4, nö. 25, 28, 29, okay. Nö, ich würde mal sagen, da haben wir jetzt nichts mehr. Ja, plus 6, so. Gut, dann könnte ich gerne nicht zum Schmiedewiede gehen. Ich werde mal zu diesem Heiler gehen. Mich mal aufheilen. Ja, so soll es sein, ihr lieben Leute. Schmiedewiede! Ich zerstöre mal alles. Und dann geht's ja mal weiter, ne? Servus, Schmied. Alle Gegenstände, zack. Einiges noch etwas wert. Jawohl, was haben wir da bekommen? Überragendes Leder und Rohleder. Passt. So, weil es geht weiter in den Questen, Leute. Kehrt zu Edan zurück. Der soll ja da unten sein. Da unten, unten, unten. Ja. Ah, es geht weiter auf der Leiter. Nicht in der Stadt. Nicht in der Stadt. Dann muss ich mal darauf marschieren, Leute. Ich soll zu Edan zurückkehren, und weil ich habe ja letztens den Bossgegner besiegt. Und Leute, ich werde es jetzt noch machen, ich werde es jetzt angehen, ich werde die blutrote Kapelle machen. Da ist ja der Ding zu Hause, der Blutbischof, Blutsbischof. Und der ist ja wirklich nicht ohne. Also es ist nur vom Reiten her, dass es so hackt, Leute. Na gut, jetzt auch. So, Servus Edan. Ich habe dieses Amulett gefunden. Bitte. Lasst mich mal sehen. Ah, ich spüre es schon. Ja, ja. Das Geheule wird schwächer. Danke, gütige Fremde. Ich weiß nicht, wie lange ich ohne noch standgehalten hätte. Ja, ja. Jetzt wirst du sowieso wahrscheinlich sterben, weil du überrannt wirst, Kollege. Wilder Mond ist abgeschlossen, Leute. Somit, was haben wir als nächstes als Aufgabe? Blutpredigt. Betritt die blutrote Kapelle, Leute. Wo soll die sein? Die soll ja da unten, da drüben irgendwo sein. Somit muss ich zum Bärenstamm gehen. Also Nebenquests machen ist immer gut. Ich bin demnächst Level Stufe 31, Leute. Ja. Ja, ehe ich ein bisschen in der Hauptqueste weitermache, werde ich noch so ein paar Nebenquests machen. Weil es kommen immer wieder Nebenquests rein. Auch zukünftig. Immer wieder und immer wieder Nebenquests rein. Und ich werde sie laufend abarbeiten. Dann werde ich wieder mal Hauptquests machen, dann weiter Nebenquests und so weiter. Also, ja, dieses Let's Play verspricht noch länger zu werden. Ist einfach so und das ist ein richtig cooles Spiel. Ja. So, die blutrote Kapelle betreten. Somit muss ich darüber, Pferd. So, raus hier. Jetzt aber raus hier. Oh, es hakt. Legge de leg.
blutrote Kapelle. Denn dort drüben, ihr wisst es eh schon, schätze ich mal. Ich weiß es nicht, ob ihr es schon wisst. Aber da drinnen befindet sich dann dieser Blutbischof. Und dieser Bossgegner ist wirklich nicht ohne, Leute. Der ist richtig heftig. Nö, da gehe ich in den Dungeon gehe ich jetzt nicht rein. Ich brauche Zeit, um das zu tun. So, gehen wir mal da. Ich hoffe, ich bin da richtig, Leute. Ich brauche mehr Zeit. Bin ich da richtig? Nein. Doch. Blutrote Kapelle. Da muss ich rein. Denn so soll es sein. Die habe ich schon gemacht, nämlich die blutrote Kapelle. Aber nur den Dungeon, aber nicht den Bossgegner, nämlich. Und jetzt haben wir die Queste Blutpredigt. Es ist so, dass bei den Spielen ja die Questen auch zu den Dungeons führt, die man nebenbei so machen kann. Deshalb habe ich die, was ich ja weiß, schon gemacht. Nur den Bossgegner habe ich nicht geschafft. Letztens, also damals. Es ist so heiß, Leute. 34 Grad. Warte, wie viel Grad haben wir jetzt gerade aktuell? Heute soll es 34 Grad kriegen. Jetzt aktuell haben wir 31 Grad. 35 Grad sollen wir heute bekommen. Aufnahmezeitpunkt ist ja der... Aufnahmezeitpunkt ist ja der 21. August, Leute. Das ist so heiß. Es ist so heiß. Das gefällt mir gar nicht. Das finde ich so scheiße. Hallo? Ist da was drin, 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 drin? Bringt die mechanische Kiste zum Podest. Ah ja, genau, da war ja was. Servus. Komisches Biest. Weg mit euch. So ein Leichenscheusal. Lorkelnde Leichen, lorkelnden Teichen. So, muss ich da wieder sammeln hier. Alles aufsammeln hier. Ja, die blutrote Kapelle ist eigentlich so, eigentlich recht easy. Das einzige, ja, der Bossgegner ist halt richtig gefährlich. Ich glaube, den habe ich damals ja schon probiert. Schaut mal, da ist ja die Türe, die muss ich aufkriegen. Und dort drinnen befindet sich dann der Blutbischof. Ja, es ist ja auch ein überschaubarer Gegner eigentlich, der Blutbischof. Aber er ist so zäh und so stark, Leute. Aber jetzt kriege ich den hin. Das weiß ich. So, Leute, Level up. Ich bin gleich Level Aufstieg. So. Stufe 31, Leute. Seht ihr? Das ist richtig cool. Ah, dieser Blutmagus, genau. Sehr gut. Gehen wir mal. Oh, ich muss mich da. Gehen wir mal darauf.
Schauen wir mal. Seht ihr das, dieses Ding da oben? Mit dem wurde ja der eine Priester damals zu Beginn des Spiels getötet. Nur kleiner, nur was halt da kleiner, ne? Also getötet wurde. So, sehr was, du Vogel. Schreiterschuhe, keine Ahnung, was ich da alles hab. Ich brauche mehr Zeit. Ah, jetzt hat er mich rennen geschickt. Weg mit euch! Ja, da geht's zu da drin! Leute! So, da haben wir eins. Der ist tot. Liste der Verstorbenen. Im Jahr des Lichts, 1318, Anno Kejistani, haben wir 92 Seelen auf diesem heiligen Boden begraben. Muss hier was? Fehl- und Totgeburten, 7. Verblutet, 4. Im Wochenbett gestorben, 2. Bist du gescheit? Hingerichtet, 15. Boah. Erfroren, 6. Altersschwäche. 1 Seele. Blutentnahme. 54. Was ist hier was? Verhungert. 3. Boah, das sind aber viele gestorben, Leute. Verhungert. Leute, also das ist schon ein Tod, den wünscht man niemanden. Man wünscht allgemein niemanden den Tod eigentlich. Aber das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Gold nehmen! Ich nehme immer Gold mit. Ja, Leute. Ja, es ist gar nicht so extrem da drin, sage ich ja. Es ist viel an torkelnden Leichen. Monster, aber der Bossgegner, das ist der, wo ich wirklich am meisten, also in dieser Dungeon halt, am meisten Angst habe. Hallo? So, da haben wir eine Kiste, das ist super. Ja, eine einzige Sache nur noch zum Podest legen, also eine Kiste, die mechanischen Kisten halt. So, nehme ich ja. Ja, was? Der Klingensturm ist ein Wahnsinn. Mein absoluter Lieblingsbild momentan. Oh.
Kriegsschwert nehme ich mir mal mit, Leute. So, da haben wir das letzte Stückchen. So, Pulgaki, weg da! Super, und da haben wir's. Passt! Die letzte mechanische Kiste. Und dann geht's jetzt zum Endboss. Zum, ja, Boss dieses Dungeons. Wo haben wir da noch irgendwas? So, dann gehen wir mal. Zu dieser Türe da oben. Müsste das da oben sein, oder? Nö, das ist da unten. Gut. Tötet den Bischof und nehmt den roten Kelch. Oh, meine Gott. So, Leute. Aufmachen die Hütten hier. Ihr Lieben! Jetzt kommt der Blutsbischof. Das war eigentlich jetzt nicht wirklich viel. So, gehen wir weiter. Ich, Leute. Blutsbischof, wo soll das sein? Da haben wir noch was. Ah, es kommt das blöde Ereignis da noch. Leute! Schneller weg hier. Fast geschafft, Leute. Ich habe einen magischen Dolch, Leute. Fertig. Sehr gut. So, wir könnten jetzt zum Blutbischof gehen, aber das möchte ich jetzt noch machen da drin. Ihr Lieben, also, wir haben noch Zeit, und zwar für den Blutbischof. Ja, der wird jetzt der Bossgegner werden, der ist nämlich da drin. So. Hä?
Ah, also ich muss erst alle Gegner töten. Der vorerst wirklich so Blutpredigt wäre dann das. Okay. Ich kann den Blutbischof noch nicht töten, Leute. So, passt. 15 Gegner verbleiben noch und dann haben wir den Blutbischof. Ja, wieder Überlänge, mein Gott. Weg mit euch! Aufgeschwemmtes Scheusal! Explodiert! Pfui, weg da! Ach Leute, fertig! Oh mein Gott! So da, ihr Lieben, jetzt kommt der Blutbischof! Warte mal kurz! Erstens mal. Werde ich jetzt einmal, bevor ich das mache, skillen. Und zwar diese Gleitklinge. Dann habe ich noch eine andere Ausrüstung, die besser ist. Diese Handschuhe wären ein bisschen besser. Nehme ich. Schnelle Waffe, sehr schnelle Waffe. Eher ungern. Dann haben wir da diese Klinge, überlege ich nicht lang. Sehr schnelle Waffe, zack, auswechseln. Da reingeben. Und ich würde mal behaupten, Leute, wir sind bereit für den Blutbischof. Ja, geht einmal. Ich brauche mehr Zeit. So, dann haben wir das einmal. Holen wir das einmal. Ja, geht aber ganz gut momentan, Leute. Nicht zu viel wollen, Leute. Nicht zu viel wollen. Na Leute, der ist doch leicht. Also bei dem, wo ich letztens damals wirklich mir die Zähne ausgebissen habe, bei dem. Das heißt so richtig gut. War. Aua, er labt sich an mir und heilt sich. Jawohl, ich krieg aber wieder. Ich brauche mehr Zeit. Geh rein da. Passt. Leute, fertig. Blutbischof! Ich habe ihn besiegt, Leute. Und roter Kelch habe ich. Fertig. Dungeon verlassen, ihr Lieben. Das war's. Jawohl. Blutbischof. Geil.
ganz klar deklassiert haben wir den. Den habe ich jetzt da ganz klar deklassiert, Leute. Das ist so richtig cool. So, und jetzt da gehe ich mit dem roten Kelch zurück nach... Wohin? Habe ich da noch was Neues bekommen? 15 Bewältigungsschaden. Ich habe auch nichts zum Sockeln oder so. Aufladen von Entrinnen. Kostenreduktion für Energie, plus 1 Breschen, Widerstand. Sehr, ja, nehmen wir den Stiefel. Nö. So, ihr Lieben, ich muss zum Bärenstamm zurück. Und somit gehe ich einmal zum Bärenstamm, teleportiere mich hin und dann ist die Folge eh vorbei. Dann gebe die Aufgabe aber jetzt noch ab, Leute, weil ich mag das jetzt auch nicht mehr, dass ich jetzt eine Aufgabe erledigt habe und nicht abgebe und in der nächsten Folge dann abgebe. Nö, ich werde das jetzt noch abgeben und dann machen wir weiter, Leute. Und schauen wir mal, ob wir nicht in der Hauptquest weitermachen in der nächsten Folge oder vielleicht doch noch weitere Nebenquesten. Es ist ja richtig cool, Leute. Ne? Und schreibt doch mehr in die Kommentare, das wäre nämlich wirklich super. Ja. Und ich gebe das jetzt noch ab. Ich habe den roten Kelch. Ach, dem Schicksal sei Dank, dass ihr lebt. Ich werde den Kelch zerstören und mit etwas Glück ist die Sache damit erledigt. Danke für alles, was ihr getan habt. Aber bitte, sprecht nie wieder davon. Okay. Sehr gut, ihr Lieben. Da bin ich ja bald Level 32. Das ist ja mega. Ihr Lieben, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sei wieder dabei. Game over und ciao.